und herzlich willkommen zurück zu Chibi Let's Play mit Final Fantasy 2 auf der Südinsel, die ich jetzt aber auch wieder verlassen werde, sobald mich die Höllentaucher auch wieder vorbeilassen. Denn wir haben ja im Grunde schon die schwarze Maske. Wir müssen hier nicht mehr verweilen. Also, nun heißt es ja wieder zurück nach Mysidia. Geschweige denn zum dritten Artefakt, was wir ja auch noch brauchen. Dazu müssen wir halt in die Höhle auf demselben Kontinent gehen. Und wenn wir dort den Stab bekommen, können wir mit dem und den beiden Masken hoffentlich endlich bald den Mysidia-Turm betreten. Aber wie gesagt, erstmal müssen wir zurück nach Mysidia. Da werde ich mir das Ganze nochmal genau durchlesen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es so weitergeht. So. Hauptsache, wir kommen weiter. Autsch. Autsch. Okay. Dann kommt ihr also auch noch alle in die Pfanne. Wobei ich ehrlich gesagt kein wirklicher Fischfan bin. Fischstäbchen, kein Problem. Aber auch nur, weil man sie nicht mehr als Fisch erkennt. Ich meine, es sind Stäbchen. Und vor allem frittiert. Frittiert schmeckt einfach alles. Finde ich. So, okay. Moment, das sind ja Rhino-Gigantos. Das sind dieselben Rhinos, die ich im letzten Part als Boss hatte. Ich habe gerade gedacht, das sind nur die wilden Rhinos, aber nee. Das sind ja die dicken. Ja toll. Jetzt laufen sie hier wild rum. Hatte ich vorher übrigens auch noch nicht. Also während ich hier trainiert habe letztes Mal, waren keine Rhino-Gigantos. Die müsste ich wahrscheinlich wirklich beim letzten Boss-Fight erst freigeschaltet haben. Und jetzt laufen die hier rum. Jetzt laufen die hier wild rum. Als ob nichts wäre. Furchtbar. Da fehlen mir die Worte. Das hat bei einem echt nicht gereicht. Bei dem einen hat es echt nicht gereicht. Wirklich. Firion! Mach ihm Feuer! Okay. Ich glaube, ich gehe auch nochmal ins Inn. Jetzt bin ich eh schon hier, dann kann ich auch nochmal ins Inn. Aber erstmal gucken. Ich glaube, ihr links, ihr wart das, ne? Ihr wollt das Bannsiegel des Turms aufheben? Nun, es scheint, als wäre die Zeit gekommen. Wir werden euch nicht daran hindern. Doch zunächst benötigt ihr die zwei Masken. Haben wir! Dann sucht ihr in der Höhle auf diesem Kontinent nach dem Kristallstab. Ach, Kristallstab hieß das Ding, okay. Haben wir mitbekommen. Gut. Aber was ist hier eigentlich? Hier war ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Göttinnenstatue? Die Statue lässt ein liebliches Lächeln erstrahlen. Oh. Was mache ich mit der? Wartet mal ganz kurz. Kann ich dir eine von den Masken geben? Nichts passiert. Die schwarze also nicht, oder was? Und die weiße? Oh!
Der Schutzgöttin wurde die weiße Maske aufgesetzt. Oh, das war wohl wichtig. Okay, gut, dann haben wir das erledigt. Aber was ist jetzt passiert? Was ist dadurch jetzt passiert? Oder muss ich der alle drei Artefakte geben? Aber warum ging das schwarze... Warum hat die schwarze Maske da nicht darauf reagiert? Ja, Mino im Turm. Ja, Moment. Sie ist die Schutzgöttin des Kristallstabes. Okay. Gut. Ich verkaufe mal was, ne? Ich verkaufe mal ein paar Sachen, sonst heißt es wieder, deine Tasche ist ja voll. Mach was dagegen. Ja. Warte, da ist das Inn. Gut, ruht euch nochmal kurz aus. Und dann können wir gleich weiter. Dann gehen wir zu der Höhle auf dem Kontinent. Die haben wir ja auf der Karte eigentlich auch schon sehen können. Nämlich da. Moment. Da. Ist ein bisschen schwer, den Finger gut zu positionieren. Ja. Also einmal hinter dem Berg. Passt da. Da kommen wir weiter. Hoffe ich. Okay, wieder ein paar Pudding. Pudding! Ach, falscher Zauber. Entschuldigung. Ich brauche doch Feuer bei euch. Und Blitz bei dem Rotpudding. Den Blutgelee oder wie sie nochmal hießen. Gut, mach du erstmal gar nichts mehr. Ja, dann mach du einfach Feuer. Okay. Star ist genauso gut. Vor allem zum Aufleveln. Ich habe übrigens nachgeschlagen. Star und Stopp haben dieselbe Wirkung, nämlich einfach nur lähmen. Und das war's. Das war gut. Also ich glaube... Wer konnte denn nochmal stoppen? Ich glaube, das war's... Du, genau. Da, auf Stufe 4. Also, weiß ich nicht. Warum musste man das denn machen? Ich find sowas einfach nur verwirrend. Weil vor allem, wenn das zweimal zwei verschiedene Zauber sind... Aber mit derselben Wirkung. Nee, wirklich. Also man kann es ja vergleichen bei Pokémon mit Donnerwelle und Stachelspore. Das sind beides Attacken, die den Gegner paralysieren. Aber es ist ja halt auch mit der Begründung von wegen Stachelspore ist eine Pflanzenattacke und Donnerwelle ist eine Donnerattacke. Dann kann man das ja noch so entschuldigen. Aber hier finde ich das ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wirklich nicht. So unfreiwillig... ja, nicht hilfreich. Was ist denn das Gegenteil von nicht hilfreich? Behindernd. Genau. Das hindert einen im Grunde nur, weil man sich denkt, ach, was mache ich damit? Zumindest kam es mir jetzt wirklich so vor.
ist jetzt mein Empfinden. Aber naja, ich gehe mal davon aus, dass die Entwickler es trotzdem einfach nur gut gemeint haben. So. Brauchte ich jetzt Blitz bei dir? Na, warte mal. So war das, ne? Und machen wir es so. Und du haust drauf. Ich hoffe, das war jetzt richtig so. So oder so, bei der Zahl hätte es eh keinen Unterschied mehr gemacht, welchen Typ das war. Ja. Schade. Jetzt habe ich das wieder total verschätzt. Ach. Mach dein Zauberstufe 7. Ist schon okay. Mach einfach. Aber da hat man wieder gesehen, dass Guy mit seinen Zaubersprüchen jetzt nicht so von Vorteil ist wie Firion oder Maria. Da konnte man das sehr gut sehen. So, Mysidia. Gucken wir uns hier mal um. Ist hier eine Tür. Das ist schon mal ein Zeichen, finde ich. Gut. Oh. Haarnadel. Hier ist nichts. Na gut. Okay. Blöde Steuerung. So, ich hoffe, die Parasiten ziehen mir nicht wieder MP ab. Also der nicht mehr. Der auch nicht mehr. Und der auch nicht mehr. Jetzt nur noch den Morbol. Wo kommt der Name Morbol eigentlich her? Ist das irgendwie ein Zusammenschluss aus anderen Namen? Ja, gut, das Ether können wir auch liegen lassen. Wenn ich es eh nicht tragen kann. Morbol. Ninja-Gewand. Okay. Okay. Kann ich das tragen? An der Brust. Oh! Steigert die Gewandtheit und Verteidigung. Aber enorm. Cool. Wer hat denn ein Problem mit der Gewandtheit? Du bist bei 51, 47, 16. Okay. Kannst du es denn auch tragen? Ja. Dann nehme es. Ah, Nadel hast du schon. Ja, nimm du mal die Haarnadel. Und dann gehen wir unseres Weges. Ja, das ist doch echt cool, dass wir jetzt dieses Ninja-Gewand gefunden haben. Vor allem, wenn wir dann wirklich von Guy jetzt einen Nachteil rausarbeiten können. Na, vorhin war es 15. Ich kann ja noch mal wow, ordentlich Schaden. Ich guck noch mal. 25, nee, 26. Ja. Das ist doch cool.
Ist doch cool, wenn wir ihm jetzt eine Schwäche dadurch genommen haben. Oh. Gut, ich orientiere mich mal etwas weiter rechts. Hier ist nicht mehr so viel Spannendes. So. Oh, Zombies! Zombies! Nehmen wir Sanctus! Sanctus! Ja gut, es verteilt sich natürlich wieder, ne? Muss man sagen. Konzentriert wäre es natürlich deutlich stärker. Aber ich finde, die Animation ist irgendwie cool. Und wir haben sie trotzdem platt gekriegt. Also ist jetzt nicht so, dass der Sanctus-Zauber jetzt irgendwie verschwendetes Geld gewesen wäre. So. Hä? Was? Warum ist da ein zweiter Firion? Hä? Da muss ich jetzt hin. Wieso habe ich einen Doppelgänger? Oder was ist das? Der Doppelgänger bewegt sich nicht. Das reine Herz von Firion hat den Doppelgänger gestoppt. Okay. Und jetzt? Wieso habe ich immer noch die weiße Maske? Die habe ich doch der Statue gegeben. Oder habe ich sie wieder... Gut, ich probier's mal mit der schwarzen Maske bei dir. Dem Doppelgänger die schwarze Maske aufgesetzt. Bitteschön! Und dadurch verschwindet der? Dem Doppelgänger wurde die schwarze Maske aufgesetzt. Er verschwindet mitsamt der schwarzen Maske. Och nö! Na gut, dann kann ich jetzt wenigstens durch die Tür hier, ne? Oh, hier geht's sogar weiter! Alles klar, dann war ja also der Türsteher hier. Und hier sind wahnsinnig, wahnsinnig viele Türen. Oh Mann. Noch eine Truhe. Und noch mehr Gegner. Yay! Aber wieso ist da ein Doppelgänger gewesen? Also, ich meine, ich habe gedacht, es wäre hier ein verlassener, in Vergessenheit geratener Tempel. Und auf einmal ist da ein Doppelgänger von Firion. Den muss ja wohl irgendeiner da gelassen haben, der wohl auch von uns wusste. Irgendjemand. Da, Kraftstab. Ein Stab für den Kampf. Ja, leider kein Speer. Und Morbol. Ist Morbol nicht eigentlich auch der japanische Name gewesen von den Küsschen? Ihr dürft es mir sehr gerne in den Kommentaren reinschreiben, wenn ihr mehr dazu wisst. Ich muss ja doch gestehen, dass ich bei dem Final Fantasy Universum auch nicht allwissend bin. Ich habe ja auch jetzt nun wirklich nicht viele Teile davon gespielt. Muss ich jetzt mal fairerweise zugeben.
Okay, dann gucke ich mal, was es da gibt. Nichts. Okay, hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Gut. Weiter. Njum. Diese Unterbrechung immer wieder, ne? Ich glaube, der Dungeon wäre deutlich angenehmer, wenn diese Zufallskämpfe nicht immer wieder wären. Ich meine, sie sind natürlich Bestandteil des Spiels, ja, aber... Alter... Deswegen fand ich das bei Final Fantasy XII ja auch eine gute Erneuerung, dass man die Gegner direkt sehen konnte und auf sie zugehen konnte. Und man hatte dann ja wirklich einen nahtlosen Übergang in den Kampfbildschirm, also auch ohne Schnitt. Das haben die wunderbar gemacht. Wäre der Rest vom Spiel nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so meins. Ich mochte Teil 12 nicht. Alles war so braun und braun und trotzdem war die Mehrheit der Party blond und irgendwie so. Ich habe es auch wirklich nicht weit gespielt, muss ich fairerweise sagen. Weil ich einfach schon so sehr abgeschreckt war. Aber das Kämpfen fand ich schon interessant. Und hier ist eine Sackgasse anscheinend. Okay. Ich war falsch. Aber ich konnte jetzt wieder einen kleinen Einblick in die untere Etage gewinnen, dass da nämlich wohl ein kleines Wasserproblem ist. Irgendwo war mal ein Rohrbruch. Wahrscheinlich hat man deswegen damals in der Antike diesen Raum, dieses Gebäude auch mal vernachlässigt. In Vergessenheit geraten. Passiert. Ne? Wenn sich die Sanierung nicht mehr lohnt, stehen lassen, ist auch okay. So. Gut, wir können weiter. Schön. War ich hier unten schon? Ne, das ist eine Sackgasse. Okay. Ja. Und sonst, ne? Was macht die Kunst? Hängt an der Wand und trocknet. Okay, wir können weiter. Jetzt gucke ich hier mal in der Tür. Hier ist nichts, nicht mal eine Treppe. Okay, aber Flugrochen. Komm, angeflogen. Aber ich rieche euch später. Auf Final Fantasy XII zurückzukommen. Wahrscheinlich habt ihr euch schon gefragt, ob ich mir dann die HD-Version holen soll oder werde. Diese Zodiac Dingens Edition, weil man ja irgendwann halt mit einer Special Edition, sag ich jetzt mal, neue Auftragsbretter reingeprogrammiert hatte, die ein sehr interessanter Bestandteil des Spiels waren. Das hatte man für die HD-Version dann auch eingeplant und ich muss gestehen, dadurch ist mein Interesse auch gewachsen, weil gerade so dieses Minijob-Verfahren, dass man an einem Anschlagsbrett sich auch ein paar Nebenquests holen kann,
fand ich eigentlich auch in anderen Spielen sehr gut, beispielsweise bei Witcher 3. Hat mir da schon sehr Spaß gemacht. Ich kann mich aber noch nicht so ganz dazu entscheiden, ob ich mir Final Fantasy XII wirklich nochmal antue. Einerseits würde ich dem Spiel sehr gerne eine zweite Chance geben. Kann sein, dass ich sie auch damals einfach nur falsch angegangen bin. Das möchte ich auf keinen Fall jetzt abstreiten. Beziehungsweise, ich halte es für möglich, dass ich es einfach nur falsch angegangen bin. Aber ich glaube, ich habe momentan noch einfach nicht die Zeit dafür, jetzt so ein noch ein weiteres komplexes Rollenspiel in Angriff zu nehmen. Vor allem neben den Let's Plays. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das auf der PlayStation 4 dann abgreifen könnte, um es mit euch zu spielen. Ich bin mir da echt nicht sicher bei. Deswegen will ich es auch einfach gar nicht von vornherein blies nicht versprechen. Wenn es möglich ist, dass ich die Verkabelung oder sonst was irgendwie imstande bringe, dann werdet ihr es ja sehen. Wenn nicht, werdet ihr es nicht sehen. Ja, genauso wie mit Final Fantasy 10 HD. Ich habe es bisher noch nicht in Gang setzen können, dass ich meine PlayStation 4 für Let's Plays abgreifen kann. Wobei ich Teil 10 ja echt liebe. Und vielleicht würde ich es auch gerne noch mal ein drittes Mal noch mal komplett spielen mit euch. Aber ja, wenn die Technik nicht will, die Hardware nicht will. Und wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn zu der? Von oben reinfallen oder was? Also bei The Legend of Zelda würde ich direkt denken, ja, da muss ich in der oberen Etage ein Loch irgendwie herstellen und dann kann ich runterspringen. Aber hier? Ja, The Legend of Zelda The Minish Cap, ein sehr schönes Spiel. Habe ich auch Let's Played. Beziehungsweise mache ich hier nebenbei noch. Parallel jetzt zu diesem. Falls ihr noch nichts davon gehört habt, schaut es euch doch mal kurz an. Mir hat es damals sehr gefallen und ich bin auch froh, dass ich es jetzt nochmal wiederholen kann. Ich bin eigentlich normalerweise keine Spielerin, die dasselbe Spiel 5.000, 6.000 Mal spielen kann, will, muss, wie auch immer. So, jetzt habe ich mich irgendwie verrannt. Wo war ich denn hier noch nicht? Was ich sagen wollte. The Legend of Zelda Minish Cap hat mir sehr gut gefallen. Und es macht auch echt Spaß, das noch einmal zu spielen. Und wahrscheinlich macht es euch auch Spaß, mir dabei zuzusehen. Ihr seid gerne dabei eingeladen. Die Playlist verlinke ich einfach mal in der Videobeschreibung für die Leute, die es interessiert. Ansonsten, ja. Schauen wir mal, ne? So. Bin ich hier eigentlich irgendwie ansatzweise richtig? Ich habe mich total verrannt. Ich glaube, ich habe jetzt alles abgeklappert, aber ich muss hier irgendwo eine Treppe übersehen haben. Auf jeden Fall verliere ich auch gerade meine Stimme. Ach ja. Gut, der Part ist aber auch lang genug. Ja. Gut. Nicht gut. Nicht gut für Maria. Nee. Oh nein. Gut. Gut. Weiter. Firion, mach's fertig. Jawohl. Alles klar. Gut. Ja. Ich bleib... Entschuldigung, das war ein bisschen Luft aus dem Magen. Ich heile Maria. Und bleibe an der Stelle stehen.
Und ich mach's mal jetzt ein bisschen anders. Ich werde mir jetzt gleich beim Schneiden einfach mal den Part ansehen, damit ich nochmal so einen gewissen Überblick über den Aufbau von diesem Dungeon bekomme. Und hoffentlich sehe ich dann endlich die Treppe, die ich anscheinend gerade eben übersehen habe. Irgendwas wird hier nicht richtig sein. Meine Lieben, ich bedanke mich für eure Geduld mit mir und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Also, bis dann. Tschüss.